fight for what's right. Fight for your life. Sie gehört zu den USA wie Hollywood oder der Dollar. Die Chevrolet Corvette. Seit über 60 Jahren schreit sie aus vollen Rohren in die Freiheit. Aber kennst du noch diesen Film Ein auskochtes Schnitzel mit Burt Reynolds? Das war zwar ein Trans Am, aber jetzt gerade hatte ich so ein bisschen den Burt in mir. Ja, den Reynolds Burt. Ein erster Eindruck, der Spuren hinterlässt. Mann, oh Mann, oh Mann. Man fragt ja immer, Autobegeisterung, was passiert? Ich steige ein, mache die Tür zu, fahr los, die ersten Meter und komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Pure Freude, wie das Ding sich anhört, wie die TC am Prütteln ist. Und dann, also ist jetzt gar nicht so, dass ich sagen würde, boah, der geht bestialisch. Tut er gar nicht so. Der geht so, wie ein Auto mit 460 PS gehen soll. Aber die Art und Weise, wie er sich anhört oder wie die Regelsysteme hier regeln, ja, jetzt gerade schon wieder, das ist es. Mensch und Maschine, bereit für die eine schnelle Runde. Fast Lap. Sein Gegner ist die Zeit. Wenn wir unsere Autos hier so ein bisschen auf Zeit fahren, dann haben wir ja immer eine Aufheizung der Reifen. Das liegt zum einen daran, dass wir natürlich den Reifen in den Kurven stark belasten, aber auch untersteuern, übersteuern etc., aber auch natürlich Abstrahlung der Hitze, Bremsanlage, auch das überträgt sich auf den Reifen. Luftdruck schießt im heißen Zustand weg. Bei dem Auto hier habe ich mich erschrocken. Der Warmdruck war gegenüber dem Kaltdruck nur so 3,5 Zehntel höher. Das spricht dafür, ich bin danach ausgestiegen und denke, warum ist der Druck nicht so hoch geschossen? Ja? Und pack die Reifen an und merke, hey, die sind gar nicht so heiß geworden. Abstrahlung der Bremse war gar nicht so schlimm. Ja? Das spricht dafür, dass dieses Auto eine sehr gute Balance hat, sehr gut liegt, sehr neutral ist. Alles, was ich gespürt habe, war auch nachher praktisch,
am Reifen draußen Luftdruck und auch Temperaturen so zu sehen, zu fühlen, zu spüren und zu messen. Und Chapeau, klasse gemacht.